Es war das meistgefragteste Video von euch, glaube ich, bis jetzt. Und ich bin froh, dass ich euch endlich verkünden kann, dass es nun die Mondreihe zu jedem einzelnen Tierzeichen geben wird. Ja, und in jedem einzelnen Video möchte ich dann sozusagen auf das einzelne Mondzeichen eingehen. Und dabei wollte ich so ein bisschen auf mögliche emotionale Gewohnheiten eingehen. Vielleicht auch ein bisschen erzählen, wie deine familiäre Herkunft oder halt dein Zuhause dich möglicherweise beeinflusst hat und diese Erfahrungen sozusagen dich heute noch beeinflussen in gewissen Gewohnheiten, die du hast. Und wie du vielleicht dein emotionales Wohlbefinden allgemein vielleicht auch wieder steigern kannst, wenn du das Gefühl hast, dass dein Mond zum Beispiel nicht im Gleichgewicht ist. Ich werde ja, wie ich gerade gesagt habe, auch wirklich auf jedes Einzelne eingehen. Also es werden einzelne Videos werden. Und dabei geht es dann vor allem eben darum zu gucken, ja, wie verhält man sich oder was sind gewisse Neigungen, die man vielleicht hat, die man nicht ganz sich bewusst war. Deswegen finde ich es auch voll gut, sich andere Mondvideos auch anzugucken, damit man so ein bisschen mehr Verständnis auch eben für andere bekommt, um zu verstehen, wie andere eigentlich so ticken. Ja. Und ich kannte einfach nochmal so ein bisschen, um so einen Einstieg wieder zu finden, den Mond nochmal neu definieren oder einfach nochmal ins Gedächtnis widerrufen. Und der Mond steht ja in der Astrologie für Emotionen, für Bedürfnisse, für deine Intuition, emotionale Gewohnheiten oder Tendenzen vielleicht, aber eben auch für einen ganz, ganz großen Teil deines Unterbewusstseins oder dein dir Unbewusstes. Also auch in der Psychologie gibt es ja so the unconscious und das ist so ein bisschen, der Mond repräsentiert einen Teil davon im Horoskop. Und das ist nämlich schon das Erste, was ich sagen muss. Ja, der Mond kann dir eben viele Indizien aufgeben, aber es gibt in deinem Horoskop noch viele, viele andere Teile, die eben da auch noch Aufklärung drüber schaffen können. Grundsätzlich rate ich dir immer, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dass du auch schaust, ja, welches Zeichen zum Beispiel dein Krebs beherrscht, weil der Krebs ist ja eben der Herrscher des Mondes. Und da könntest du halt gucken, welches Zeichen regiert dein viertes Haus, das des Krebs. Oder was hast du am IC, also dem Immumquely, das ist ja Mitternacht, also auch das ist ja so der unbewusste Teil von dir selbst. Und natürlich auch für Fortgeschrittene schon, welche Aspekte hat zum Beispiel dein Mond. Also all das führt natürlich zu viel, viel individuelleren Aussagen, die eben vor allem für dich dann spezifisch besser zutreffen. Aber, so wie es ja so in der Astrologie ist, gibt es gewisse Archetypen, so wie ich es jetzt halt auch versuche darzustellen, gewisse möglichen Ausprägungen, die vielleicht eben auch auf deinen Mond und dich zutreffen können. Also, zu wissen, welches Zeichen du im Mond hast, kann dir also andeuten, welche möglichen Verhaltensweisen du emotional hast, welche Tendenzen oder Neigungen und welchen Ursprung sie vielleicht haben, eben aus deiner Kindheit. Aber, und da kommt's, ein großes Aber, nichts davon ist fest. Es heißt nicht, dass das alles, was ich sage, dass Emotionen, dass das zum Beispiel, du hast Zeichen Skorpion im Mond und dann bist du für immer übersensibel, immer eifersüchtig oder sonstiges. Nee, eben gerade nicht. Sondern ich versuche dir ja sozusagen, dir vielleicht unbewusste Teile deiner selbst bewusst zu machen. Aber letzten Endes liegt das natürlich auch in deiner Verantwortung, wie du mit diesem Wissen umgehst. Ich bin ja nur sozusagen das Sprachrohr der Astrologie. Unglaublich gerne bin ich das, weil ich es natürlich auch durch meine Erfahrungen, durch mein Wissen, durch mein Wesen färbe und meine Ansichten. Aber in dem Moment, wo ich ja euch diese Dinge mitgebe und euch in die Hand lege, vertraue ich euch ja auch, damit verantwortungsbewusst auch umzugehen. Das heißt, was mir nämlich total wichtig ist, dass ihr euch eben hinter diesem Mondzeichen nicht versteckt. Dass ihr eben die für euch benutzen könnt, um eben euch selbst besser zu verstehen, vielleicht zu wissen, okay, stimmt das für mich oder stimmt es vielleicht auch nicht? Und wenn ja oder nein, wie kann ich damit aber umgehen? Also was ruft das in mir hervor? Und das ist ja auch genau das Schöne an der Astrologie, dass sie dir ja eben so ein bisschen was aufzeigt, ein Potenzial. Und da ist nämlich auch das, was in deinem Horoskop zum Beispiel steht. Es ist ja nicht nur Wahrsagerei oder reine Wahrsagerei, reiner Fatalismus oder alles, was ich sage, wird genauso eintreten. Nee,
Ich bin ja vor allem die, die ja sagt, so man hat vor allem das Zepter selber in der Hand. Man kann seine Suppe selber kochen. Du kriegst vielleicht bestimmte Ingredients, also bestimmte Zutaten kriegst du halt einfach zugeworfen. Das sind einfach die Voraussetzungen, mit denen wir alle irgendwie ins Leben kommen, mit den individuellen Bausteinen, mit deinen individuellen Erfahrungen, die du in deiner Kindheit erlebst. Aber wie du damit umgehst, wie du sie verarbeitest, wie du sie für dich heute nutzt, liegt ja alles bei dir. Ich versuche ja auch immer so ein bisschen analog irgendwie die Psychologie, Astrologie, irgendwas zu finden, ohne dass es zu unübersichtlich wird oder auch zu psychologisch zum Beispiel, weil es ist ja nicht desto trotz auch ein spirituelles Thema. Aber so vom Sinnbild zum Beispiel ist es ja eben so, dass der Mond, wenn ich ja sage, für etwas Emotionales, aber auch Unbewusstes steht, sehr, sehr eng auch mit dem deiner Sonne zusammen ist. Also die Sonne ist ja deine Persönlichkeit, deine Lebenskraft, deine Lebensenergie, so wie du durchs Leben gehst, ohne groß drüber nachzudenken. In der Psychologie auch ganz oft dein Ego. Also das, was wichtig ist zum Überleben, was tagtäglich agiert. Und Sonne und Mond sind eben so die beiden Energien, die sehr, sehr präsent für uns auch im Alltag zu spüren sind, weil sie eben einerseits dein Selbst repräsentieren und aber auch deine Emotionen und dein Unbewusstes. Ja, und in diesem unbewussten Teil, der ziemlich, ziemlich groß ist, eigentlich sozusagen unendlich groß, weil er jegliche Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast, von der Kindheit an abgespeichert hat. Und vor allem das oft auch emotional abgespeichert hat, eingeordnet hat in gewisse Kategorien, die dir aber gar nicht gerade alle bewusst sind, weil das wäre zu viel. Die menschliche Psyche kann nicht damit umgehen, alles permanent im Kopf zu haben. Aber dieses, was so ein bisschen passiert, ist ja, dass die Sonne darauf zugreifen kann und genau in den richtigen Momenten eben die richtigen Erfahrungen, Werte zum Beispiel holt. Das fängt ganz simpel bei sowas wie: die Herdplatte ist heiß, die darf ich nicht anfassen. Das ist einfach etwas, das hast du irgendwann gelernt, das hast du nicht permanent im Kopf, aber es ist so tief abgespeichert, dass dein Ich das alltäglich immer gut handeln kann und weiß, okay, Herdplatte fasse ich nicht an. Ganz simpel. Und was aber so ein bisschen eben von dem passiert, ist, dass dieser große Pool an unbewussten Dingen dich vor allem auch immer sicher hält. Also er versucht dich wirklich immer safe zu halten, in deiner Comfortzone. Und das ist ja genau das, was der Mond ist. Der Mond steht ja auch für das, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns sicher fühlen, was wir brauchen, um uns wohlzufühlen. Aber er ist eben auch so der, der dich so ein bisschen schützt und der dann auch versucht, dich auch immer da zu halten. Und das ist nämlich genau das, wenn neue Dinge kommen, wenn unerfahrene Dinge im Leben kommen, die immer kommen, reagiert dieser Teil und weiß nicht, was er machen soll, weiß nicht, wo er es zuordnen soll. Und da fängt er an, automatisch zu handeln, um dich sicher zu halten, was aber uns im Alltag als Mensch eben zu Hindernissen führen kann. Also festgefahrene, automatische, reaktive, emotionale Verhaltensmuster halten dich eben genau da in dem, was sie kennen und wo sie denken, was gut für dich ist. Das ist aber so ein bisschen so die Sache mit Wachstum, mit Weiterkommen im Leben, mit sowas wie Verletztheit. Sich an der Herdplatte zu verbrennen ist eine Sache, sich aber in der Beziehung irgendwie mal verletzt gefühlt zu haben ist eine andere. Und das ist genau das, wo, glaube ich, es gut ist zu verstehen, wie ich manchmal reagiere, was meine Tendenzen sind, woher ich das vielleicht sogar habe. Also es ist ja auch ein Teil deines Unbewussten und wenn man dann spirituell geht, gibt es ein gewisses Karma, was auch mitkommt. Und manche Monde haben ein stärkeres, schwereres Karma, was aber nicht per se schlecht ist, sondern einfach mehr Herausforderungen und Aufgabe bedeutet für einen selbst. Aber dieses Wissen kann einen, glaube ich, sehr oft entlasten und eben auch eine Richtung vorgeben. Und das ist ja genau das, was ich ja möchte mit der Astrologie, euch irgendwie mal eine andere Sichtweise an die Hand zu geben, mit der ihr vielleicht auch mal arbeiten könntet. Also, ihr merkt schon, wenn ich erstmal irgendwo anfange, dann kann ich auch manchmal nicht aufhören, gerade wenn es Themen sind, die mir so am Herzen liegen. Aber für euch zusammengefasst, ganz, ganz wichtig, der Mond und das, was er für euch repräsentiert, nichts davon ist fest. Nichts davon ist fix und bedeutet, dass es immer so sein wird. Nichts von dem Karma, was ich sage, ist definitiv so oder per se immer deine Herausforderung. Nein, das ist alles, was du selber auch bestimmst, selber vielleicht auch anders wahrnimmst oder die Erfahrungen, die du selber erlebt hast. Lass dir bitte gesagt sein,
Horoskop, Astrologie ist immer ein Potenzial. Und der Mond kann dir eben viel, viel über dich selbst aufzeigen, was dir vielleicht bis jetzt einfach noch nicht bewusst war. Ja, es wird auf jeden Fall aufregend und ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben, jeden Mond auch einzeln näher zu beschreiben. Aber wie gesagt, es ist unglaublich komplex, etwas, was eigentlich nonverbal ist, in Worte zu fassen. Und dann, wenn es noch sowas Unbewusstes ist, für jeden bewusst zu machen in der eigenen Person. Also ihr merkt schon, ich habe es versucht. Ich freue mich auf jeden Fall, es endlich mit euch teilen zu können. Und freue mich, dass ihr dabei seid und hoffentlich auch gespannt seid. Und wenn ihr nämlich noch nicht den Kanal abonniert habt, könnt ihr nämlich das jetzt machen, die kleine Glocke markieren und dann werdet ihr nämlich darüber informiert, wenn ich dieses Video hochlade. Dann verpasst ihr es nämlich auch nicht. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es endlich losgeht und wir sehen uns beim nächsten Video.